Hallo, ihr lieben Nosy Rosy Zuschauer. Ja, wir haben ja diese Woche das Thema Vorstellung eines lesbischen Buches. Und ich bin mal ganz ehrlich, ich habe wenige lesbische Bücher gelesen, weil ich einfach keins von diesen Büchern wirklich sagen kann, sie haben mein Leben bereichert. Und mein Interesse in Büchern liegt auf einem ganz anderen Punkt, wie jetzt zum Beispiel das Lesbischsein. Weil ich mir einfach denke, ich bin lesbisch und ich mache meine Erfahrung einfach selber. Und daher, ich weiß, dass ich damals beim Outing zum Beispiel ein Buch gelesen habe übers Coming Out und mich dort überhaupt nicht wiederfinden konnte. Also, und ich mir einfach auch mittlerweile denke, dass das Coming Out eine... jeder erlebt es irgendwie anders und dieses Buch hat mir null geholfen. Es ging sich eigentlich mehr oder weniger darum, ja, oute dich und scheiß was drauf, was die anderen sagen. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht so weit, dass ich also wirklich das Buch hätte als, wie nennt man das, ja, Vorbild hätte nehmen können. Also einfach zu sagen, ja, hey, Oma, ich bin lesbisch, das ist nun mal einfach so und akzeptiere das oder akzeptiere das nicht. Es war mir schon wichtig, was meine Eltern und was meine Familie und so dazu sagt, ganz am Anfang meines Outings. Heute ist es mir relativ egal, weil es einfach mein Leben ist und ich es einfach so lebe, wie ich will. Und die Bücher, die ich da bestellt habe, die sind auch nicht unbedingt ja, zum Vorstellen geeignet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß wohl, dass ich in meiner ersten oder in meiner zweiten Beziehung ein paar Bücher gelesen habe über lesbischen Sex, weil ich in der Hinsicht einfach voll null Ahnung hatte. Also ich hatte schon zwar Sex mit Lesben, aber oder mit Frauen, aber es war jetzt noch nicht so der Burner. Also ich wollte dann, wenn ich mit meiner Freundin schlafe, sie auch richtig befriedigen und habe damals einige Bücher bestellt über lesbischen Sex. Aber auch diese Bücher haben mich echt sowas von enttäuscht, dass ich einfach aufgehört habe, Bücher über generell zum Thema lesbisch sein, Lesbe etc. zu lesen. Deswegen fällt mein Beitrag heute auch ziemlich klitzeklein aus, weil ich wirklich da niemandem ein Buch empfehlen könnte. Also ich bin wohl sehr gespannt, was jetzt die anderen Nosy Rosies, also jetzt Laura, Jen, Jana, Mine und Dunny und Hannah uns vorstellen. Vielleicht ist da ja ein Buch bei, wo ich sage, jo, das könnte mir vielleicht auch mal gefallen und vielleicht bestell ich es mir auch. Aber im Moment bin ich eher so an dem Punkt, wo ich sage, ich lese ganz andere Themen. Also keine lesbische Liebesromane, wobei ich da mal mit 18 einen Liebesroman gelesen habe, der aber eher für Mädels war mit 13, 14. Also ich hatte den in einer Nacht durchgelesen, der war so billig formuliert und dahingeschrieben, dass ich den auch nicht vorstellen will. Ja, das war es auch eigentlich schon. Also zum Thema Bücher habe ich echt nicht viel zu sagen. Ich lese eher spirituelle Bücher und alle Bücher zum Bereich Gesetz der Anziehung und so und nichts Lesbisches. Ich weiß noch, ich habe mir mal das ein Teil, mein lesbisches Auge, bestellt. Und ich war von dem Buch so schockiert, also das hat mir zum Beispiel überhaupt nicht gelegen. Ich hatte echt das Gefühl, während ich dieses Buch lese, dass ich den Mount Everest erklimmen müsste. Und habe das Buch auch nach der Hälfte, ich habe es halb gelesen und dann auch schon wieder weitergegeben an andere Leute, die eventuell Spaß daran haben. Ja, das war's schon. Wobei ich einfach nochmal Jana und Mine sagen wollte, die haben in einem Video den Aufruf gemacht, nein, wir sind nicht müde. Oder halt, es ging sich darum, ob sie immer müde wirken würden oder so. Und liebe Jana, liebe Mine, macht euch da nicht so viele Gedanken drum. Ihr seid toll, wie ihr das macht. Wirklich. Ganz ehrlich, ich finde es immer sehr
wie soll ich das jetzt in, ja, wie soll ich das verpacken? Ich finde zum Beispiel, dass einige YouTuber ihre Kamera anmachen und auf Knopfdruck wirklich Vollgas geben können, so freudestrahlend, so krrr, hier bin ich und ich bin glücklich und ich kann dir jetzt voll sagen, wo der Hase langläuft. Diese Leute sind für mich weder authentisch noch irgendwie real. Und liebe Jana und liebe Mine, ihr seid für mich real, weil ihr euer Video so macht, wie es euch gerade passt. Und ich denke, das lieben die Menschen auch an euch, denn ihr seid ja im Moment die beliebtesten Nosy Rosies. Und ich finde einfach, selbst wenn ihr müde seid und ihr liegt im Bett und ihr macht ein Video, dann ist das völlig in Ordnung. Ich finde das eher noch viel interessanter, als wenn ihr euch jetzt immer freudestrahlend da hinsetzen würdet und da eine Show abziehen würdet. Also macht euch darüber nicht so viel Gedanken. Ihr seid toll, wie ihr seid. Und diese Frage, weil es war ja eine Frage, wirken wir immer so müde, die wollte ich euch beantworten. Im letzten Video habe ich es vergessen. Ich bin manchmal wirklich so Gedächtnis wie Sieb, weißt du? Also dann fallen da so manche Dinge durch. Und ja, das wollte ich noch loswerden. Und dann, es kommen immer mehr Fragen über das Coming Out. Liebe Leute, bitte, also ihr Abonnenten, klickt euch einfach mal in die älteren Videos von uns. Dort erzählen wir viel über das Coming Out. Und wir wollen das Coming Out auch nicht als Hauptthema machen, aber wir werden es immer mal wieder einbringen. So ist unsere Sache. Ja. Und zum guten Schluss. Ich war ja in dem Aufruf nicht wirklich präsent. Das hatte den Grund, dass ich wirklich zwei stressige Wochen hinter mir hatte. Und heute ist Montag und ich habe heute nichts zu tun. Gar nichts. Wirklich, also voll entspannt. Also ich habe ja in dem Video nicht wirklich, also den Aufruf, we want you. Daher mache ich das heute. Alle da draußen, die bei The Nosy Rosy mitmachen wollen und geoutet sind, bitte formuliert ein Video, seid kreativ, sagt, warum ihr bei The Nosy mitmachen wollt. Entschuldigung. Die Voraussetzung ist, dass du geoutet bist, überall, dass du mit deiner Sexualität frei umgehen kannst und dass du natürlich lesbisch bist. Denn es haben sich auch, oder wollten sich Mädels und Jungs bewerben, die hetero sind. Und wir sind ja nun mal leider, also wir sind Gott sei Dank ein reiner Lesben-Channel und deswegen wollen wir auch eine Lesbe am Sonntag hier haben. Eine geoutete Lesbe, die wirklich jeden Sonntag ein Video hochladen kann. Und deswegen haut rein, bis zum 7. März werden wir, die Nosy Rosies, eure Videos, eure Bewerbungsvideos verfolgen und am 8. werden wir für euch abstimmen. Also wer am besten zu uns passt und wen wir sagen, ja, die muss dabei sein. Ja, das wollte ich nochmal loswerden. Und ansonsten wünsche ich euch eine super, super geile Woche. Echt. Und ich hoffe, ich werde ein paar Videos auf meinem eigenen Channel machen. Also wenn ihr Bock habt, kommt auf meinen eigenen Channel vorbei. Oder wartet, also ich bin diese Woche total gespannt, was morgen Laura zu sagen hat und die Jen am Mittwoch und. Ich bin echt total, weil ich lese echt für mein Leben gerne Bücher. Habe aber noch nie wirklich ein Buch gefunden, was mich jetzt so als lesbisches Thema mitgerissen hat. Und ich hoffe, dass ein Buch dabei ist, was ich mir bestellen kann, was mich mal mitreißen kann. Also, ihr lieben Nosy Rosy Mitmacher, also damit meine ich Jen, Laura und so, ne? Ich freue mich auf eure Videos und den anderen, ich freue mich auf Kommentare, sowie E-Mails, die ihr mir ja sowieso schickt. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche Montag. Ich habe ja getauscht mit Laura. Wir sehen uns am Montag zu einem neuen Thema, zu dem ich hoffentlich mehr erzählen kann. Okay? Also, dann wünsche ich euch viel Spaß. Haut rein. Tschüss.